Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort in Frammersbach und dort treffen wir wen? Den Herrn Liebscher, Kolja Liebscher, seines Zeichens Schatten- und Puppenspieler in seiner Schatten- und Puppenbühne. Vielen Dank, Herr Liebscher. Was haben Sie denn alles in Ihrer Bühne zu bieten? Hier zum Beispiel sieht man die Figuren, mit denen ich Puppentheater spiele. Und wenn man den Fokus weiterschwenkt, sind überall hier in diesen schwarzen Kartons Schattenspielmärchen, insgesamt 16 Stück. Überall Figuren und Kulissen. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Was ist das bitte? Das ist der Schattenspielschirm. Hinter dem findet das Schattentheater statt. Und das ist im Prinzip schon der Vorgriff auf das neue Stück, was im Herbst Premiere haben soll, der Ritter Schluckauf. Der Ritter Schluckauf, Ja. das ist Ihr neues Stück. Was machen Sie da dafür? Bauen Sie selbst Ihre Kulisse und alles? Ja, die Kulissen werden selbst gebaut, die Figuren werden selbst gebaut, die Dialoge werden selbst geschrieben, dann wird es eingeübt und aufgeführt. Und wenn Sie eine Kulisse gerade einmal verändern müssen, was kommt dann für Sie in Einsatz? Wenn die Szene zu Ende ist und Kulissen gewechselt werden müssen oder wenn neue Figuren auftauchen, dann gibt es hier diese Laterna Magica. Die steht auf einem Ständer. Sie ist ausgestattet mit einem alten Mikrowellenmotor. Und das heißt dann, dieses Teil, das dreht sich, wirft seine Schatten einmal zur Seite und einmal als Sonne, Mond und Sterne nach oben an die Decke. Wie oft spielen Sie bitte? 70 bis 80 Mal im Jahr und ab nächstem Jahr ganz verstärkt dann im Zimmertheater hier in Frammersbach in der Oberstraße in der ehemaligen Tennisklause. Da freuen wir uns alle, Sie möglichst oft zu sehen. Herzlichen Dank. Sie sind alle herzlich willkommen.